Der Simon aus Dortmund hat mir diesen Bökerfeuerstahl zugeschickt und hat gesagt, Rainer, das ist ein Geschenk an dich. Danke übrigens dafür. Und was hältst du davon und magst du den einmal testen und erzähl uns einmal ein bisschen was dazu? Und wenn dich auch interessiert, was dieser Bökerfeuerstahl kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist dieser Feuerstahl, nämlich das ist die dazugehörige Hülle. Die ist aus Aluminium. Und dann hast du hier eben den Feuerstahl und du kannst das Ganze einsetzen und kompakt zusammenbauen. Dann ist hier oben eine kleine Kompassfunktion. Ob das funktioniert, werden wir gleich sehen. Da ist das Bücker-Logo. Dann haben wir da was zum Umhängen. Ja, das ist okay. Man kann sich aber damit, glaube ich, nicht erwürgen, weil da irgendwo genau ein Teil eingebaut ist, dass das durchreißt. Okay, ist jetzt mitten abgerissen und nicht da hinten. Aber soll so sein. Stört mich jetzt auch nicht sonderlich, da es ein Geschenk war vom Simon, bin ich jetzt einfach so frei und teste das hier online. Es wäre schöner gewesen, wenn es an der Stelle reißt, an dieser Verschlussstelle, denn dann könnte man das wieder reparieren, weil meistens gibt dann das Material hier an der Stelle nach und geht auf. Das ist jetzt hier nicht der Fall, sondern es ist halt mitten gerissen, aber sei es drum, ich habe mich nicht erwürgt. Also wenn du irgendwo hängen bleiben würdest, wäre das okay, aber ja. Vielleicht ist das jetzt nur bei dieser Kette so und normalerweise ist das anders. Das ist kein Qualitätskriterium meiner Meinung nach, denn es hat funktioniert. Dann der Kompass. Der Kompass. Also dieser Kompass, ich zeige ihn dir so, das ist so ein Knopfkompass, der eingebaut ist. Und ich bin ja für Multifunktionalität zu haben und finde Multifunktionalität okay, sofern sie funktioniert. Kompass sagt, in der Richtung ist Norden. Das werden wir gleich checken. Und zwar schauen wir mal, was unser Silver dazu sagt. Ja, schau her, der sagt auch, unser Silver Ranger S sagt auch, dass in der Richtung ungefähr Norden ist und das passt schon. Also so fürs Grobe passt das mal. Ja, er braucht es ein bisschen länger, um sich einzustellen, aber das ist halt so, das soll so sein. Auch das funktioniert. Bei mir ist halt immer wichtig, dass die Multifunktionalität wirklich auch eine, auch nicht nur einfach da ist, damit es da ist, sondern dass sie auch wirklich funktioniert. Was mir bei diesem Teil hier fehlt, das ist ein Schaber, aber das ist auch kein Problem, denn normalerweise hat man ja irgendwas mit dem man schaben kann. Okay, das passt einmal. Dann habe ich ein Ed Mahoney Messer bekommen, das werde ich jetzt auch testen, da kommt einmal ein Video dazu. Jo, also das tut mal, wir werden jetzt danach auch gleich was anzünden. Was mir aber gleich negativ aufgefallen ist, wenn ich das jetzt so sagen darf, und es ist relativ schwer. Und jetzt wird der eine oder die andere sagen, Reini, der letzte Feuerstahl deines Lebens, der ist auch schwer. Und die sind, der letzte Feuerstahl deines Lebens, billige Eigenwerbung, Link findest du natürlich in meinem Shop dazu, der ist ein bisschen schwerer, aber wirklich nur ein Hauchal. Dadurch habe ich aber, ich meine, vergleichen wir etwas, bitte, vergleichen wir etwas. Das Magnesiumteil, also Mischmetallstab und das Mischmetall-Dingsbums miteinander, also einfach von, so, ich glaube, dass der Preis auch ein anderer ist. Ich gebe da auch natürlich den Link auf Amazon, denn ich habe dieses Produkt hier nicht in meinem Shop. Schaut euch das ganz einfach an. Aber für mich ist das, mich überzeugt das nicht, weil, weißt du, was das Problem ist? Dieses Teil hier, diese Hülle, hat für mich keine Funktion. Wenn ich das da aufschrauben könnte, damit ich sage, okay, ich kann das hier jetzt besser halten, dann würde ich sagen, na gut, muss ja nicht sein, aber es soll so sein. Aber das ist einfach nur nichts. Wenn ich das jetzt nehmen würde, was ich niemals tun würde, und das da raufwerfe und es ist weg, ja, dann habe ich halt den Kompass nicht mehr. Den Kompass nicht mehr. Dann würde ich halt das hier ein bisschen länger machen und den Kompass da einbauen, weißt du, aber das überzeugt mich nicht. Wie gesagt, das überzeugt mich nicht und das ist meiner Meinung nach auch ein Nachteil. So, das ist jetzt Suderei auf hohem Niveau, wie man in Österreich sagt, sudern. Ja. Aber schau mal her. Wenn wir in einer Überlebenssituation in der Natur oder auch grundsätzlich Feuer machen wollen, dann ist es, umso länger dieses Teilchen ist, dieses Mischmetallstäbchen, umso einfacher ist es und umso länger hält es, sofern das jetzt gleiche Qualitätsstufe hat. Ja. So. Es gibt ja rund um die Welt Produzenten von diesen Teilen. Es ist ja nicht nur an einer Stelle, also es gibt ja unterschiedliche Produzenten, unterschiedliche Qualitäten. Und wenn das alles dieselbe Qualität ist, dann ist es halt so, dass der Kleine am schnellsten weg ist und am wenigsten heiße Funken produziert, nämlich ohne Übung. Mit Übung geht eh sowieso alles, wenn man ganz wenig Material abnehmen muss, aber ohne Übung, also so auf die Schnelle und ich brauche das jetzt sofort, ist halt das große Cool. Aber sau schwer. Wer nimmt das immer mit? Niemand. Das ist ja nicht normal. Wozu auch? Ja? Hat überhaupt keinen Sinn. Und genau da ist jetzt mein Kritikpunkt. Das ist etwas vielleicht für den Bushcrafter oder Hobby-Survivalisten oder für Survival-Training oder so. Aber dann ist schon wieder Schluss.
Ja, dann ist schon wieder Schluss mit dem Ding hier, weil das hast du auch nicht mit, weil es zu schwer ist. Du hast doch so etwas mit etwas Kleines, Kompaktes oder ein Feuerzeug, ne? Das könnte auch sein. Daher, also das überzeugt mich nicht. Und dann, wenn es schon so schwer ist, und dann nehme ich mir sowas, muss ja jetzt nicht meiner sein, ich weiß das eh, aber irgendwas anderes Großes mit oder nur den Feuerstahl ohne Griff. Ja. Jetzt habe ich gesudert und meine Meinung dazu kundgetan und jetzt werden wir es einmal ausprobieren und schauen, ob es auch überhaupt funkt. Na gut, ich schaue mal, wie ich da eigentlich Funken produzieren kann. Geht, ist okay. So, jetzt vergleiche ich meinen dazu. Sehr klar. Und das ist jetzt schon einmal den Unterschied, ja? Aber damit will ich nicht sagen, meine ist so cool und kaufe ihn. Ich meine, kaufe ihn gerne, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass das hier für das Gewicht, was es mir dann, was es insgesamt mit dieser Hülle hier hat, bringt es mir nicht die coolen Funken, dass ich sage, oh ja, ich will das Gewicht haben. So, und jetzt nehme ich den kleinen. Ja, der ist übrigens aus meinem Multitool, das Auswechselteil, gebe ich da auch billig Eigenwerbung, der liegt da unten, ja. Und so schaut die Sache aus, ja. Braucht mehr Übung, geht auch. Aber da hast du jetzt schon einmal eines gesehen, das ist ganz klar. Umso größer der Mischmetallstab. Wobei ich davon ausgehe, dass das nicht dieselbe Produktion überall ist, aber das ist auch egal, es fühlt sich zumindest so an. Umso einfacher ist es, ja? Also umso größer, umso einfacher, umso besser. Der hier funktioniert, der ist okay. Was mir auch gut gefällt ist, dass das da auch halbwegs robust ist und nicht ausbricht, aber nein. Das passt, das bewegt sich auch nicht. Also das ist auch wichtig, weil genau da bei diesen Stellen hier immer wieder mal dann der Schwachpunkt ist, dann fällt das raus und so. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf Dauer handhaben wird, das kann ich noch nicht sagen, aber auf die Schnelle ist es einmal nicht der übliche billige China-Schrott, wo alles auseinanderfällt. Und das ist nämlich auch ein Punkt. Ja. Bei dem hier, der wird in Österreich gefertigt. Den Feuerstahl besorgen wir natürlich nicht in Österreich, weil den gibt es hier nicht. Aber das Aluminium wird gedreht in St. Pölten, in der geschützten Werkstätte, der GW St. Pölten. Es wird eingeklebt und das passt. Ja? Also das ist einfach, bei dem hier passt es auch vom Böker. Aber oft gibt es halt im Internet irgendwas, wo du auch so einen langen oder so einen kleinen hast mit irgendwelchen Holzgriffen, die mit der Zeit rausfallen. Ich kenne das, ich weiß das, weil wir das bei unseren Survival-Überlebenstrainings, die wir ja ganz häufig im Jahr geben, wir machen das ja nicht einmal im Jahr, sondern permanent, die fallen einfach nach einiger Zeit wirklich auseinander. Teilweise sogar, wenn er einmal runterfällt, geht das dann schon auf. Deswegen auch dieser Test. Aber den hat er auch bestanden. Ja, ich werde ihn in den Langzeittest nehmen, würde ich sagen. Ja, mein Fazit ist einfach. Ich meine, das funktioniert alles, das passt alles, das ist alles gut. Der Kompass funktioniert, er ist robust, er macht Funken, ja, das passt alles. Ich werde ihn zu meinen Überlebenstrainings übrigens mit dazu nehmen und werde den austeilen. Ich werde da ein rotes Band rundherum machen, damit er nicht verloren geht. Das könnte ja schon passieren. Oder ein orangenes. Übrigens, orange, gebe ich da oben den Link auf ein Video, was ich gemacht habe zum Thema Farbe Orange. Und er ist okay. Was mir, und das sage ich jetzt noch einmal, am Wecker geht, und dann höre ich auch auf, das Gewicht für die Größe des Funkenstahls selber, also des Magnesiumstahls, des Feuerstahls, ist einfach für mich, passt irgendwie nicht zusammen. Wie gesagt, danke Simon, ich werde den in Ehren halten und werde ihn bei meinen Kursteilnehmern im Jahr 2020 austeilen und schauen, was die davon halten und wie die damit umgehen können. Und dann berichte ich wieder davon. Wenn auch du mir Ausrüstung schicken willst, gebe ich da unten im Beschreibungstext den Link, da findest du die Informationen, wie du das tun kannst. Lieber Simon, dir schicke ich auch ein kleines Geschenk zu oder es ist eigentlich schon unterwegs. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Der liegt eh schon seit dem Sommer herum, ich weiß, ich bin da ein bisschen nachlässig. Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar schreiben, Link zu all den Sachen und Abo und anschauen und tschüss.